Bald dringen Streifen in die Wohnungen und Keller. Bei uns im Schulhaus geht es einfach und anständig zu. Wir bleiben in der zerschossenen Wohnung. Erst am folgenden Morgen müssen wir erfahren, dass es nicht überall so einfach gegangen ist. Wo die Wohnungsinhaber nicht zu Hause waren, hat man die Wohnungen gewaltsam aufgebrochen und gehaust, wie es in den Vorstellungen eines Deutschen möglich gewesen ist. Die Schulsäle stehen leer und sind Schuttplätze. Die provisorische Regierung lässt die Schulsäle in Ordnung bringen. Am 1.10.45 beginnen wir mit dem neuen Unterricht. Vorläufig mit Deutsch, Religion und Rechnen. Am hiesigen Lyzeum wirken vorläufig Veit, Recktenwald, Ment. Eingetragen am 20.05.1945.